Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Wenn ihr wahrscheinlich seht, dass bei mir hier alles zugedeckt, dann wisst ihr bestimmt Bescheid, dass ich habe wieder was angekocht. Und wie jedes Jahr, wenn die Zucchini-Schwemme kommt, mache ich auch einen Zucchini-Salat. Und dieses Rezept habe ich gleich Anfang, wo ich noch zu YouTube gekommen bin, gemacht. Und in sozusagen in den Jahren habe ich ihn ein bisschen so überarbeitet und besonders schreiben mir oft meine Zuschauer, Luba, warum machst du nur Deckel einfach so drauf und drehst du nicht zu? Warum in die anderen Rezepte drehst du doch zu? Irgendwie so durcheinander. Ja, meine Lieben, am Anfang habe ich immer noch mit meiner alten Methode, wie wir es immer in Kasachstan gemacht haben, eingekocht. Jetzt sozusagen kommt die immer mehr und mehr Erfahrung dazu und ich drehe die Gläser richtig fest zu und koche ein und auch klappt wunderbar und dann braucht man dann nicht die Finger verbrennen, wenn mal danach muss man zudrehen. Ich hatte früher so eine Deckel, welche musste dann nach dem Einkochen mit so einem Schlüssel zu drehen. Und deswegen war es so. Erstmal wurde da einfach die Deckel oben drauf gelegt und danach wurde mit dem Schlüssel festgedreht. Dadurch sind meine ersten Videos auch auf so eine, diese alte Methode. Heute habe ich diesen Salat nochmal nachgedreht und so wie ich es gemacht habe, jetzt habe ich die letzten Jahre immer so gemacht und hat es immer gut geklappt und ich wünsche euch viel Spaß beim Vorräte anzulegen. Es ist im Winter doch was Schönes, wenn man aus eigenem Garten mal Gläschen aufmacht und genießt, weil im Winter die Gemüse sind wirklich sehr teuer. Ich wünsche euch viel Spaß. So, ich habe jetzt drei Zucchinis geerntet und aus denen möchte ich gerne unseren Familien-Lieblings-Zucchini-Salat machen. Dafür müssen wir die jetzt waschen, sauber machen. Wenn notwendig ist, wenn die Haut zu hart ist, einfach probieren, weil muss man sowieso Zucchini probieren, ob die bitter sind oder nicht. Das musst ihr unbedingt machen, sonst dann verderbt ihr die ganze Salat, wenn auf einmal dazwischen eine bittere Zucchini ist. Und dann, wenn es hart erscheint, dann kann man die schälen. Wenn es richtig schön weich und jung, besonders wenn diese gestreifte ist, ist immer ziemlich zarte Haut oder von dieser helle Zucchini, dann kann man die auch dran lassen. So, Zucchini habe ich jetzt abgewaschen und werde jetzt erstmal so aufteilen für bessere Verarbeitung. Schauen wir gleich nach den Kernen. In die dickste Stelle. Die Kerne sind wirklich sehr, sehr klein. Könnt ihr eventuell es lassen, nur dieser weiche Teil ist, der dann im Salat nicht so knackig ist. Deswegen meistens nehme ich das mit dem Löffel raus. Das geht einwandfrei. Und das muss man auch nicht unbedingt wegschmeißen. Das kann man zerkleinern und Pfannkuchen davon machen. Ja, so ein bisschen tiefer merkt man erstmal, dann sind die Kerne etwas größer. Und im Salat brauchen wir die nicht. Jetzt schneide ich ein feineres Scheibchen und probiere. Dann merke ich, ob ich muss schälen und wie lecker ist die. Wirklich sehr, sehr lecker. Schale schneide ich nicht ab, weil die ist richtig zart. Und schneide dann so ein mundgerechtes Stück. So groß. Und gebe gleich in eine große Schüssel. Schaut, sogar in den unteren Teil von den Zucchini. Hier diese Stelle ist weich. Die nehme ich auch raus. Aus das
kann man nicht nur zum Beispiel Pancakes machen, das kann man auch in die Cremesuppe reinmachen. Wenn ihr jetzt noch ein paar Kartoffeln und Möhrchen dazu macht, verkocht und alles mit dem Mixer puriert, habt ihr auch schöne Cremesuppe. Lieber das rausnehmen, als dann so eine weiche Teile in Salat sind. So, Zucchini habe ich jetzt klein gemacht und schon gewogen. Und sauberer jetzt Gewicht von der Zucchini habe ich 2 Kilo 200 Gramm. Und jetzt werden wir noch die Möhre dazu geben. Möhre kann man so richtig so direkt schneiden in den Scheibchen. Und dann sieht man, ob das jetzt zu groß die Scheibchen sind, dann lieber vielleicht die einfach halbieren oder vierteln, wie ihr sie gerne möchtet. Oder zum Beispiel, wenn man Möhre schräg haltet, dann hat man so eine Scheibchen, richtig schöne große. Die kann man dann aber in die so eine grobe Streife machen. Das könnt ihr natürlich selber entscheiden, wie gerne möchtet ihr eure Möhre in eurem Salat. Und geben wir das alles zu den Zucchini. So, Möhren haben wir auch jetzt geschnippelt und jetzt kommt der Knoblauch. Von Knoblauch könnt ihr nach eurem eigenen Geschmack nehmen. Ich habe so eine Knolle genommen. Und ich werde nicht durch das Presse geben, sondern ich werde lieber klein hacken. Gefällt mir besser. Und können wir gleich in die Schüssel zu den Gemüse geben. Als nächstes kommt ungefähr so 3 Esslöffel Zucker. Kann man auch Ersatzzucker nehmen, wenn ihr was gegen Zucker habt. Dann 2 Esslöffel gestrichene Salz. Bitte kein iodiertes Salz. So. Pfeffer, ungefähr so 1 Teelöffel wird schon reichen. Und wenn ihr mit Schärfe, könnt ihr auch Chili dazu geben. Gefällt unserer Familie. Und das ist gut daran, das kann man mit Gewürze spielen, nach Geschmack. So, dann kommt noch den Essig. Essig habe ich mir jetzt schon hier abgemessen. 120 Milliliter. Öl, wenn ihr natürlich nichts dagegen habt, nehme ich nur 50 Milliliter. In meinem Fall nehme ich jetzt dieses Rapsöl. Und als letztes kommt jetzt die Kräuter. Ich habe jetzt hier Dill und Petersilie. Die grobe Stelle nehme ich nicht, nur was Feines. Kann man schöne große Bund von Dill dazu geben und ja, Petersilie. Nicht so ganz viel, aber ein bisschen schon gehört auch dazu. Und machen wir das alles auch klein und geben wir dazu. Dieser Salat ist perfekt für Winter, aber ihn kann man auch machen fürs Gleichessen. Wenn es ein bisschen jetzt steht und mariniert, oh lecker. So alles miteinander umrühren und schaut, was für so eine Farbe. Wenn man schon anguckt, dann will man schon essen. Und den Duft, oioioi. Und lassen wir unsere jetzt Zucchini marinieren. Und das kann man 2, sogar 3 Stunden stehen lassen. Muss man aber ab und zu immer umrühren und schauen, wie schnell die Zucchini Saft geben. So fast wie bei den Gurken. Wenn die genug Saft gelassen haben, dann können wir die schon in die Gläser packen. So, Decke zu und dann ab und zu einfach noch kurz umrühren, wieder zudecken und stehen lassen. So, es sieht jetzt
2 Stunden vergangen. Schaut, wie viel Saft steht da drin. Und wir werden jetzt schon unsere Zucchini in die Gläser packen. Nochmal, erstmal gut umrühren. Könnt ihr auch mal ein rausnehmen und probieren, wie es so also schmeckt. Den kann man schon jetzt essen. Die Gläser habe ich jetzt richtig heiß abgespült, die dampfen, wenn ihr könnt ihr es sehen noch, und werde die abfüllen. Erstmal nehmen wir nur Gemüse, nicht zu viel Flüssigkeit reinnehmen. Schön ein bisschen fester drauf drücken. Und erstmal verteile ich die ganze Gemüse erstmal in die Gläser, bevor ich den Sud aufteile. So, es hat alles gut gepasst. Noch die letzte Würfelchen verteile. Wenn es ein bisschen übrig bleibt, einfach in die Schälchen reinmachen und als Salat essen. Schaut, wenn ich jetzt so richtig schön nachdrücke, da steht schon den Süd drinnen. Nicht bis zum Rand machen, passt bitte auf, weil das müssen wir jetzt einkochen. Schaut, ist noch ein bisschen sogar bleibt übrig, weil jetzt in jedem Glas bis zu Gewinde ist den Süd. Mehr brauchen wir nicht. So, jetzt nehme ich ein Tuch und ein bisschen Essig und mache sauber den Rand von den Gläsern. Und jetzt den Deckel zu. Richtig fest drehen. So, jetzt nehmen wir den Töpfchen oder wenn er macht in Einkochautomat, dann wisst ihr Bescheid, wie es funktioniert. Und stellen wir unsere Gläschen in den Topf. Unser jetzt Salat ist kalt. Deswegen können wir jetzt kein heißes Wasser reinmachen, aber so lauwarm schon. Füllen wir Wasser in den Topf, dass unsere Gläser mindestens 2/3 stehen im Wasser, besser bis zur Schulter. So, geben noch eine kleine Spritze Essig, dass die Gläser haben keinen diese hässliche weiße Rand von dem Kalk. Decke auch zu, wenn ihr passende Deckel habt, und stelle jetzt auf den Herd. Und wenn das Wasser im Topf kocht, ab da so zwischen 15-20 Minuten. So, es sind jetzt 15 Minuten vergangen. Hier mein Thermometer zeigt 100 Grad. Ui, heiß. Und jetzt kann ich meine Gläser rausnehmen. Schön vorsichtig. Und stelle auf eine Unterlage. Wenn ich mit Öl ankoche, für mich ist es auch eine gute so Sicherheit, dass meine Gläser dicht und nichts passiert, wenn mein Wasser ist sauber, so wie ich die rein gemacht habe. Dass keine hier Fettaugen rumschwimmen, dann weiß ich, alles schön dicht ist. So, meine Lieben, sind wir heute wieder mal fertig. Decke ich noch mit der Decke zu und lasse bis morgen früh abkühlen. Und dann morgen früh bringe ich es auf den Regal. Schreibe den Zettel drauf, was da drin ist und wann habe ich es gemacht, dass man nicht durcheinander kommt. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Im Winter ein sehr guter Appetit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!